da komme ich quasi frisch aus Hannover zurück von der Maker Faire 2024 und was dort alles zu sehen war, meine Eindrücke sozusagen, wen ich dort alles getroffen habe und was man dort alles erleben kann, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von makorama.de und ihr seht schon hier eines der, naja, ich sag mal Highlights, ja, wenn man es so nennen möchte, nämlich diese Schilder, die man sich mit Magneten an seine Klamotte dran heften konnte. Die gab es dann in unterschiedlichen Farben, wie ihr sehen könnt, einmal weiß, einmal pink. Ja. Die hier kann man übers Handy bespielen. Da gab es dann eine Bluetooth-Funktion, mit der man das Ganze bespielen konnte. Gibt es auch eine schöne App dafür entsprechend. Das hier von Zetronics, soweit ich das rausgefunden habe, geht leider nur per USB am Computer. Ich weiß noch nicht, ob das eine Bluetooth-Funktion hat, die ich noch nicht entdeckt habe. Jedenfalls, gefühlt ist quasi jeder Dritte damit rumgerannt. Auch an vielen Ständen habe ich die Leute gesehen, die dann so ein Schild dran hatten, als Namensschild sozusagen. Fand ich eine coole Idee, gerade wenn man Aussteller irgendwo ist oder wo ich jetzt mit der Kamera rumgerannt bin, habe ich hier ständig Makorama durchlaufen gehabt, dass die Leute wissen, mit wem man es zu tun hat. Und das war so ein kleines Highlight, die man, so Teile, wie man die vor Ort kaufen konnte. Ja, die waren jetzt nicht allzu teuer. Das hier hat, glaube ich, 20 Euro gekostet und das hier 10. Das hier ist, wie gesagt, dann, so wie es aussieht, ohne Bluetooth bespielbar. Sei es drum. Insgesamt gab es dort aber so ziemlich zu allen möglichen Fachbereichen was zu sehen. Also angefangen von Modellbau zu Raspberry Pi, Löten, aber auch zum Beispiel mal Weben, Metall. Bearbeitung, also Schmieden und sowas in der Richtung gab es Gewerke, die man sehen konnte. Es gab natürlich jede Menge Robotik und das jetzt nicht nur in Bezug auf kleine Roboter, die dann irgendwie irgendwelche Fußballspiele automatisiert ausführen in Bezug auf KI und sowas in der Richtung, sondern auch zum Beispiel mal Astromech-Droiden, die man dann mit einer Fernsteuerung durch die Gegend fahren kann. Da gab es, ich glaube, 10, 15 Stück mit Sicherheit, die über die Messe gefahren sind. Irgendwo zwischendrin hat sich dann noch ein Wally versteckt. Fand ich mega cool, weil es die in allen möglichen Farben und Formen gab und natürlich auch noch ein BB-8, der da rumgefahren ist. Man konnte sich angucken, wie ist das Ganze aufgebaut. Es gab aber auch noch so einen kleinen DO-Druiden, glaube ich, heißt der. An einem anderen Stand gab es dann den Pip-Druiden aus The Acolyte. Es gab eine Figur, die jemand nachgebaut hat von Grogu in diesem Grogu-Pod, ja, der dann beim Mandalorianer immer nebenbei hergeschwebt ist. Und die Figuren haben sich bewegt, weil sie halt eine Silikonhaut hatten, innen drin ein Skelett, was dann robotisch quasi bewegt worden ist, mit Augen, die zusammen zugegangen sind und alles drum und dran. War also schon echt cool, muss man sagen. Dann gab es eine Halle, da war ziemlich viel Steampunk, muss ich sagen, drin. Da gab es dann ein paar Kunstobjekte, die manchmal vielleicht ein bisschen bizarr waren, aber schon an sich einen coolen Flair verursacht haben. Es gab Filamenthersteller wie Recyclingfabrik und Novofil, die ausgestellt haben. Es gab aber auch Berry Base, die da einen Stand hatten, wo man dann auch hier sowas kaufen konnte. Ich habe nochmal kleine USB-C-Module mitgenommen, die dann auch so eine LED-Matrix drin hatten mit 5x5 Pixeln. Weil ich da einfach eine Idee hatte, direkt spontan, okay, da kann ich das einbauen. Wer das nicht verpassen will, wo das reinkommt, gerne einen Kanal abonnieren. Auch wenn ich verpassen will, ich habe mit Alex von Novofil ein Interview geführt und mit Marcel von Bluescher ein Interview geführt. Das heißt also, da kommt auch nochmal spannender Content und dann geht es endlich mit der zweiten Staffel für die Podcasts weiter. Und wir hatten auch noch jede Menge YouTuber getroffen. Zum anderen war da Steven vom Cry-Team, Manbo3D war dort, Robert von Stonetime, Jantek habe ich auch irgendwo rumflitzen sehen, in der Ferne habe ich ihn irgendwo mit der Kamera gesehen. Dann gab es entsprechend auch nochmal Mpox, der vor Ort war und wir hatten uns nochmal alle so ein bisschen, naja, zusammengerauft an einem Tag so spontan irgendwie, als wir uns da über den Weg gelaufen sind und haben nochmal ein bisschen gequatscht. Das war ganz cool, vor allen Dingen auch mal die Leute in Persona kennenzulernen, hat echt Spaß gemacht. Und natürlich auch die Leute hier bei uns auf dem Discord, die mit dabei waren, die aus der Gegend mit dazugekommen sind. Das hat auch wieder Spaß gemacht, mit denen nochmal ein bisschen über die Messe zu gehen und abends nochmal ein paar Burger zu essen. Die Chaos Crew war natürlich auch mit dabei, hatten auch ein paar coole Sachen ausgestellt gehabt, ein paar coole Drucker. Vor allen Dingen der Drucker von Flo, da kommt auch nochmal ein kleines Video dazu. Da hat er mal freundlicherweise erklärt, was er dann da alles umgebaut hat und wie das ausgesehen hat. Kann ich nur sagen, puh, ne? 1000 mm pro Sekunde. Ist kein Scherz, ja, funktioniert wirklich und hat mich echt beeindruckt, der Drucker, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es auch schon ein Video bei Chris auf dem Kanal, ich verlinke es mal unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten konnte man dort wirklich nicht nur anschauen, sondern auch zum Teil anfassen und selbst erleben. Es gab einen Lötwerk-Workshop, ja, wäre vielleicht für mich was gewesen, aber okay. lassen wir mal den Spaß beiseite. Nein, und dann gab es natürlich nochmal
so eine Art Food Court, die man draußen aufgebaut hatte, wo man dann draußen entsprechend sich alles Mögliche, Pommes, Currywurst, Schaschlikspieße und Gyros. Das ist kein Döner gewesen, sondern Gyros, wo man sich ja nochmal, ich sag mal, so ein bisschen Verpflegung zulegen konnte. War leider ein bisschen davon geprägt, dass es genau an den 2 Tagen dann geregnet hatte. Das heißt also, es war sehr matschig draußen. Und deswegen vielleicht draußen nicht ganz so toll besucht, wie es eigentlich hätte sein können. Aber nichtsdestotrotz, es gab einige, die haben sich davon nicht abschrecken lassen, die sind trotzdem rausgegangen. Und es gab auch einige Leute, die in der Cosplay-Fraktion irgendwie unterwegs waren. Das heißt also, es sind Jabbas rumgerannt, die lustige Geräusche gemacht haben. Es gab aber auch Fantasy-Kostüme, die da rumgerannt sind. Es gab Jedi, es gab alles Mögliche eigentlich. Und es war wirklich für jeden was dabei. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr nächstes Jahr Lust habt, auf der 11. Maker Faire mit dabei zu sein. Das war jetzt für mich die erste, aber nicht die letzte. Wenn ihr Lust habt, entsprechend dort mal mit dabei zu sein, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es kostet 18 €, ist also nicht die Welt. Und mit den 18 €, das mag vielleicht erstmal jetzt im ersten Moment ein bisschen viel klingen, aber ihr müsst überlegen, die Maker, die dort ausstellen, stellen kostenlos aus und werden quasi durch den Eintritt, aber auch zum Großteil durch die Aussteller, die dort verkaufen wollen, entsprechend mitfinanziert. Das heißt also vielen, vielen lieben Dank an Bruscha und Alex von Nobofilm und natürlich auch an Recyclingfabrik und alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, die sowas überhaupt möglich machen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass so eine, naja, ich sag mal so eine Messe nicht wirklich günstig ist. Allein schon von Miete und entsprechend natürlich das Ganze, die ganzen Leute, die dort entsprechend auch bezahlt werden wollen, wenn sie da rumrennen. Das muss natürlich auch irgendwie alles reingeholt werden. Und von daher war das echt schon eine coole Sache und dass man das auch wirklich jetzt zum 10. Mal macht, finde ich auch mega gut. Und in diesem Sinne sind wir schon durch mit der Maker Faire. Ihr kriegt jetzt nochmal ein bisschen Zwischensequenzen um die Ohren gehauen. Und in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank an alle meine Abonnenten. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr kostenlos abonniert. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mich finanziell unterstützen, wie zum Beispiel hier auf YouTube, als auch auf Patreon, die das also auch so ein bisschen möglich gemacht haben, dass ich dorthin fahren konnte. Auch vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay, der natürlich auch möglich macht, dass ich dorthin fahren kann. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.